Hallo, in diesem Video möchte ich Strukturen behandeln. Da es zu diesen Konstruktionen keinen Vergleich in Java gibt und sie daher für C-Sharp-Anfänger neu sein sollten. Allgemein handelt es sich bei einem Struct-Typ um einen Werttypen, der in der Regel verwendet wird, um Gruppen verwandter Variablen zusammenzufassen, wie zum Beispiel Koordinaten oder Gegenstandsmerkmale. Um dies zu beschreiben, bauen wir uns eine Klasse Structures in einem Namensraum, den wir auch Structures nennen. Als Programmeinstiegspunkt geben wir unserer Klasse Structures vorerst nur ein Member, die Main-Methode. Da es eine Konsolenanwendung wird, schreibe ich noch einen Aufruf der ReadKey-Methode, damit sich die Konsole nicht direkt wieder schließt. Fangen wir mit der Definition unserer Struktur an. Diese leiten wir mit dem Schlüsselwort struct ein und nennen sie Student. Im Strukturkörper definieren wir uns drei Member. Zwei String-Member für Vor- und Nachname und ein Long-Member für die Studenten-ID. Damit ist unser simpler Struct erstmal fertig. Nun versuchen wir, einen Studenten zu erstellen. Dabei kann ich auch eine Besonderheit von Strukturen zeigen. Im Gegensatz zu Klassen ist es möglich, ohne den New-Operator Strukturen zu instanzieren. Dazu greifen wir auf die Member unseres eben deklarierten Studenten One zu und initialisieren sie. Geben wir ihm einfach den altbürgerlichen Allerweltsnamen Alper Aslan. Um unseren Studenten auf der Konsole ordentlich auszugeben, braucht unsere Struktur noch idealerweise eine ToString-Methode. Neben anderen Methoden könnte man auch Konstruktoren und andere Member, wie zum Beispiel Indexers, Properties, Operatoren und geschachtelte Typen einfügen, nur zur Info. Was Strukturen nicht können, sind Interfaces implementieren. Auch können sie nicht von anderen Strukturen und Klassen erben oder als Basis für andere Klassen verwendet werden. Unsere fertige ToString-Methode können wir nun problemlos auf unser Studentenobjekt One anwenden und den resultierenden String der WriteLine-Methode als Parameter übergeben, damit diese uns den gewünschten Output generiert. Scheinbar hat alles so funktioniert, wie es sollte. Was passiert nun, wenn wir unser Schlüsselwort struct durch class ersetzen? Wie zu erwarten war, haben wir einen Fehler generiert. Wir haben versucht, auf ein uninitialisiertes Objekt der Klasse Student zuzugreifen. Wir hätten unser Objekt mit new erzeugen müssen, damit ein Konstruktor aufgerufen wird, der uns ein valides Objekt erstellt. Vorher ist eine Verwendung nicht möglich. Nehmen wir diese Änderung wieder zurück. Student ist wieder ein Struct und es passt wieder alles. Erzeugen wir uns einen weiteren Studenten, To, und benutzen diesmal den Standardkonstruktor des Structs. Eine Bemerkung: Es ist nicht erlaubt, innerhalb von Strukturen parameterlose Standardkonstruktoren selbst zu definieren. Dies führt zu Fehlern. Geben wir nun auch unseren Studenten To aus, um zu sehen, was der Standardkonstruktor uns erzeugt hat. Scheinbar hat der Standardkonstruktor Default-Werte für die einzelnen Datentypen der Member eingesetzt. Null für unseren String-Member, die gar nicht ausgegeben werden, und Null für unseren Long-Member. Daher gibt sich als Ausgabe zwei Leerzeichen und eine Null. Die zwei Leerzeichen wurden in der ToString-Methode hinzuaddiert. Fügen wir unserer Struktur noch einen Allgemeinkonstruktor mit drei Parametern hinzu. Zwei String-Argumente für Vor- und Nachname und eine Long für die Studenten-ID.
Nutzen wir den neuen Konstruktor und erstellen uns einen Studenten mit dem Namen Kevin Dietzen. Probieren wir nun auch noch, mich auf der Konsole auszugeben. Das hat soweit alles geklappt und es ergibt sich folgende Ausgabe. Um zu testen, ob unsere Objekte kopierbar sind, initialisieren wir Student2 mit Free und überprüfen das Ergebnis mit der Ausgabe von Student2. Wie man sieht, haben wir nun zwei Objekte mit demselben Inhalt. Am Anfang des Videos hatte ich erwähnt, dass es sich bei Structs um Werttypen handelt. Nun möchte ich näher auf das Verhalten von Werttypen bei Parameterübergaben eingehen. Hierzu schreiben wir uns eine statische Methode swapStudent, die die einzelnen Member zweier Studenten vertauschen soll. Um zu sehen, wann die Swap-Methode benutzt wurde, lassen wir uns im Funktionskörper einen Konsolen-Output generieren. Testen wir unsere Swap-Methode, indem wir Student1 und 2 ausgeben, sie danach swappen und erneut in derselben Reihenfolge ausgeben, um zu sehen, ob unser Swap erfolgreich war. Betrachtet man die Ausgabe, sieht es aus, als hätte die Swap-Methode nichts bewirkt. Die Member wurden nicht getauscht. Das liegt daran, dass bei Parameterübergaben von Strukturen Kopien erzeugt werden. Anders gesagt, die Parameterübergabe fand per Value statt. Unsere Swap-Methode hatte lediglich mit Kopien unserer Studenten zu tun. Änderungen an Kopien haben natürlich keine Auswirkung auf die Originale außerhalb der Funktion. Eine Lösung für dieses Problem wäre, die Strukturen explizit als Referenzen entgegenzunehmen. Dazu nutzen wir das Schlüsselwort Ref und aktualisieren unsere Parameterliste einmal bei der Definition der SwapStudent-Methode und an der Aufrufsstelle. Perfekt, nun funktioniert alles wie gewünscht. So, das war's nun erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen und bedanke mich fürs Zuhören.